Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Resident Evil 3, dem Remake mit nicht Jill, sondern Carlos. Ja, wir spielen unseren süßen kleinen, ja, Zombie-Jäger. Okay, cool. Ja, das ist schönes Inventar. Wir müssen ins Stores Büro. Was haben wir hier? Die Küste. Wahrscheinlich bräuchte ich da die Dings für, ne? Ich lese erstmal den Zettel. Richtlinie zu ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD Gebäudemanagement. Ja, dafür brauchen wir die. Tütüt. Oh, cool. Sturmgewehr-Muni. Genau das, was ich wollte. Da ist noch was. Ich guck mich um. Handgranate. Grünzeug. Sturmgewehrmuni. Und es ist leer. Na, haben sie extra was drauf gemacht hier, damit ich hier nicht das Rätsel löse, ha? Na, das ist ja fuchsig. Das dürfen ja nur Claire und Leon. Da steht ein sehr kleiner Text drauf. Noch mehr kleine Texte. Oh, bitte keine Dings. Bitte keine Licker. Licker! Was zur Hölle war das denn? Licker! Danke! Das war kein Zombie. Nein! Willst du dir das nicht angucken? Nein? Wieso will ich da lang? Ach, ich muss ja da lang, weil ich keinen Schlüssel habe. Und wahrscheinlich auch keinen bekomme, ne? Ist schon wieder weg. Okay, Hoffe ich geht doch. wieder los. Ja. Weißt du, was ein Licker ist? Warum musste das sein? Hi. Hi. Oh Mann. Nette Art für die Begrüßung. Ganz nette RPD-Begrüßung. Das Komitee ist mal wieder famos. Kann ich die. Ich meine, Claire muss ja auch noch durch, ne? Oder Leon. Oder beide.
Ach, hier. Zu? Nein. Okay. Nochmal Munition. Und das war's. Okay. Ja, Cap. Capcom! T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Ja. Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Das nennt man Liquor. Ja. Das war intelligent. Mach die Tür auf. Die Tür auf. Ah, warte mal. Okay. Wo muss ich nochmal hin? Ich muss hoch, ne? So, da vorne ist nichts. Ich krieg ein Zielfernrohr. Aha, danke schön. Das ist das beste Geschenk, was ihr mir machen konntet. Kombinieren. Ihr wurde so schön beschenkt. Klappe. Es war ein tolles Geschenk. Das war nochmal der Dings hier. Moment. 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 Ich habe keine Lust, hier nochmal tausendmal durchzurennen. Drei, genau. Dankeschön. Ja, ja, alles gut. Okay, 9, 15, 7. Nein. Oder? Ja, doch, 9, 15, 7. Nein. Schön.
Ja, Tashi nehme ich gern. Übrigens auch neue Muni. Aber hier ist noch was. Bei wo? Ah, hier. Ah, warte mal, das ist ein Bericht. 20. September Festnahmebericht. Name Rodney Gray. Beruf arbeitslos. Ehemals Elektriker. Tatverdacht. Illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 98 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Tasche gefunden. Was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich habe es nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Ja, der meint die Zombies und Umbrella. Sie kommen sehr bald schon, müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz, aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie seines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. West Drucker, vernehmender Beamter. Ich glaube, wir müssen das finden, ne? Und wo liegt das andere hier? Ja, da komme ich nicht durch, ich weiß. Hier ist doch noch was. Ach, da. Gefunden. Da ist noch was. So viel. Ich gucke hier nochmal. Ist auch so dunkel hier drin, ne? Gut, dass ich die Tasche habe. Also, ne, mitgenommen habe. Ach, hier. Das war es immer noch. Ach, dahin lag Munition? Wo? Ja. Gut, dann gehen wir mal in den Schließfächerraum. Mist. Verschlossen. Dein Ernst? Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Ich glaube, er hat keinen Schlüssel. Zu erschießen. Na. Nicht solange sie Zombies sind. Danke. Internes Memo, 22.09.98. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor, bla bla bla. Ins Büro Westseite 1 F verlegt. Die Kombination lautet, ja, haben wir schon. Dankeschön.
Ui, okay. Packen wir mal ein. Ja. Ja. Ist, glaube ich, in Ordnung. Speichern wir da. Ich vertraue keinen Rom. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Ja, das ist... Okay, cool. Nicer Spruch. Nein? Okay. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Okay. Nachricht an einen Freund. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine zum Schließfächerraum geschickt. Wir brauchen aber diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also bin ich nach oben die suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du so schnell wie möglich hier rauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Ja, jetzt braucht er das Geld auch nicht mehr. Wahrscheinlich kann ich auch nur den, ne? Oh, okay. War das der Cap? Okay, dann ist er in dem anderen Schließfach. Aha. Ich verstehe. Wir müssen uns oben den Schlüssel holen. Carlos, where are you going? Warum du gehst da oben? Ich hab doch gesagt, geradeaus. Carlos sagt, nee, ich muss finden den Schlüssel. Bist du der Schlüsseltyp? Fenster. Ich weiß, dass Carlos sich eh nicht durchschwingt. I got the Schlüssel. Das ist bestimmt der Will McCry, ne? Nein, keine Richtung. Da war doch das D. Oder der Will Cry May. Da war was. Ach, komm ich hier gar nicht durch? War hier nicht eine Tür? Ich war mir sicher, hier war eine Tür.
habe ich denn für einen Schlüssel bekommen? Ah! Das ist nett. Ich habe echt gedacht, ich muss jetzt die obere Etage dadurch kämmen, wie mit Claire und dann den Lickern und ne. Bumm. Nein? Ist anscheinend Leons und Claires persönlicher Freund aus dem zweiten Teil. Muss ich respektieren. Als Carlos. Mensch. Ja. Dass er uns nicht mehr hier persönlich zugegen ist. Nee. Ah, wir haben ja neue Freunde bekommen. Na danke. Mal gut, dass ich nicht so viel mit dem Dings rumballer. Außer jetzt bei ihm. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hätte es mir denken können, ne? Wir haben Schlüssel bekommen und der Licker wurde schon vorgespoilert und... Ne? Hallo, ich hab dich gehört. Dankeschön. 203 und 208. Ich hoffe, die sind wieder dran. Nein. Wow, danke. 102, 103 kriegen wir auch nicht hin. 104 aber. Oder? Machen wir auch nochmal. 106. Und 109. Ah, die Batterie. Okay. Ja. Warte. Ach, hab ich schon. Ich bin trotzdem hier. Komm zu Papa. Aha. Ich wusste, ich habe da was gehört. Was kriegen wir den Rest gar nicht, weil ich meine. Ne? Egal. Also ja. 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 Don't scare me. Den hatte ich schon mal im zweiten. Im Untergrund, in dieser Anlage von Umbrella. Dass da einer von der Treppe runtergefallen ist. Der ist nicht gut, der Jumpscare, aber er bringt trotzdem immer was. Ah, ich erschrecke mich trotzdem. So, der kann da rein. Dann holen wir das raus und kombinieren und packen das da rein und den Rest behalten wir.
irgendwie. Ich würde auch die, glaube ich, die... Sollte ich die Granate wieder auf Dings packen? Hier auf Schnellzugriff? Ich glaube schon, ne? Okay. Du bleibst liegen. Einer, ich habe die Batterie für den Zündor, aber ne? Das war bestimmt der von oben, ne? Du bleibst da auch drinnen, ne? Ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komm zu dir. Verstanden. Ach so. Entschuldigung. Schnell weg. Ja. Ich weiß jetzt zumindest, wer das gemacht hat. Nummer. Ich wollte gerade sagen, der kam zu spät, aber... So, du benutzt doch das Sturmgewehr, oder? Du benutzt doch das Sturmgewehr. Ist so. Sturmgewehr? Ja? Spiel so, ich hab dir extra. Das Arschloch. Ich hab dir extra ein Fernrohr gegeben. Du benutzt doch das Sturmgewehr. Ich so, Sturmgewehr? Moment. Moinsen. Au. Na danke. Naja, war nur Heilung. Ich soll nicht zurücklaufen zum Speichern. Hier ist der Stealth-Raum, ich weiß aber. Nehmen wir mal mit. Nur Cutscene. Dr. Barth. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann nachher nicht mehr hier durch können. Oh Gott sei Dank. Aber weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Tja. Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars, die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen! Umbrella ist durchgedreht, die bringen all ihre Forscher um! Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Ah ja. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ah. Ja,
Du mir auch. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Und er ist tot. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Im Krankenhaus ist er. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Okay. Ich dachte schon, das Spiel schmiert ab. Warte. Oh, hier. Kiste. Nein, falscher Dings. Komm wieder dahin. Wo auch ne Dings? Ne. Nee, ne? Okay, schade. Hier ist noch Kraut. Das können wir auch reinpacken. Hier ist noch was? Ach ja, hier ist ja noch eine Tür. Bericht über den Villenzwischenfall. Ah ja, dabei was. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in der Villa der Umbrella Corporation in Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa, es gab zahllose Opfer, die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das Tiervirus, das in diesem Experiment verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ist das Jill da vorne? Ja! Ist Jill. Was habe ich denn doch hier liegen? Das ist übrigens, Chris' Jacke. Ja, Sturmgewehrmuni nehmen wir auch noch. Grün. Hab alles. So, brauche ich denn so viel Sturm? Ja, doch. Kann ich einfach die Tür? Ja. Ja, was ist? Entgleist? Ja. Jemand verletzt? Jill? Scheiße. Halt, was? Ja. Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Okay. Dann ebenso. Bitte lass mich gleich speichern können, damit ich den Part beenden kann. Das wäre echt super. Ah ja. Au. Das sieht sehr, sehr böse aus. Autschen. Jetzt gibt es wahrscheinlich Carlos die Meldung, ne? Hab etwa nur ich überlebt? Ja. Und der andere Typ. Nico irgendwas. Nikolai? Keine Ahnung. Der Böse. Der böse Russe. Also, ne, ich will damit nicht sagen, dass alle böse sind. Ich meine, Mikhail hat uns das Leben gerettet, ne?
Dessen Namen weiß ich ja. Gut, Carlos hat ihn eben gerade gesagt. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, kein Empfang. Ja. Darf ich jetzt? Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeit, ihr Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehlen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch noch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfern konzipiert. Versuch ja nicht, sie in was anderes reinzuschieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mitte erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in eine Reichweite kommt. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also, geht da raus und kämpft schmutzig. Ja, das ist wahrscheinlich im Kampf gegen den süßen kleinen, ne, den wir immer hinter uns her haben, Nemesis. Ah, oh, Schnuckiputzi. Bist du immer hinter uns her? Okay, was habe ich denn alles? Ja. Alles. Ah, ich speichere. Das können wir beim nächsten Mal machen. Ne, Part ist ja eh schon überlang und ja, das reicht erstmal, ne? Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren und mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird.